ihr Lieben, heute wollte ich mit euch mal einen ganz schnellen Ring zaubern und zwar in unter 5 Minuten. Dazu braucht ihr Aluminiumdraht. Ich habe hier 1 mm Stärke genommen. Davon braucht ihr 2 Stück auf 20 cm zugeschnitten und eine Perle. Am besten eine, die ein bisschen flacher ist. Also ich mag es nicht, wenn die so hoch stehen. Deswegen nehme ich hier eine flache Perle. Wie gesagt, den Aluminiumdraht zuschneiden auf 20 cm. Dann schnappt ihr euch eure Perle und fädelt die da drauf, sodass sie ungefähr in der Mitte sitzt. Und dann schnappt ihr euch euren zweiten Draht. Und hier fangt ihr dann an, die müssen natürlich parallel liegen, dass ihr das hier oben drauf legt am besten. Und dann hier an der Seite 2-3 Mal dreht. 1, 2, 3. Und auf der anderen Seite genau dasselbe, aber den Draht dann, den oberen, auf der anderen Seite liegen. Und auch hier. 1, 2, 3. Ihr müsst im Prinzip nur so weit drehen, bis ihr um die Perle drumherum kommt. Ne? Anhand dessen müsst ihr dann entscheiden, wie viele Umdrehungen ihr quasi braucht. Und dann biegen wir uns das Ganze um die Perle drumherum, bis das Ganze schön übereinander liegt. Und ich sehe schon, ich muss hier dann einmal mehr drehen. Egal. Machen wir einmal schnell nochmal. So. Und jetzt dann nochmal. Jetzt liegt das schön aufeinander. Und jetzt kommt der einfache Teil. Ihr dreht die restlichen Drähte einfach auch miteinander. Verdreht die restlichen Drähte miteinander. Und hier aufpassen, dass ihr sauber arbeitet und in einem durchdrehen. Ne? Also nicht ablegen, weil sonst habt ihr dann das Muster nicht mehr so, wie es sein sollte. Und wie gesagt, das geht relativ fix. Bis kurz vor Ende. So, und da ist schon unser Ende. Und jetzt mache ich mir hier einfach am Ende 2 Schlaufen rein. Und dann ist das Ganze fertig. So einmal. Und ich habe meinen Seitenschneider wieder vergessen. Moment. So, jetzt kann ich die Enden kappen. Die sind ein bisschen sehr lang. Und auch hier dann einfach nochmal Schlaufen rein. Ah, das ist noch zu lang. Ist auch noch ein bisschen lang. Dann kürzen wir auch noch mal schnell. So. Und jetzt nur noch etwas zum Rundbiegen suchen. Na, normalerweise nimmt man einen Ringdorn, aber man kann ja auch einfach einen Stift benutzen. Das ist auch kein Problem. Dann einfach nur ein bisschen in Form bringen das Ganze. Und fertig ist unser Ring. So schnell geht das. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt mit Drahtschmuck, dann einfach beim nächsten Mal wieder einschalten, beziehungsweise den Kanal abonnieren, nicht vergessen und die Glocke aktivieren. Ich wünsche euch dann dementsprechend schon mal schöne Feiertage und bis bald. Eure Sarah. Ciao, ciao.